Hier hatte ich vor 2 Jahren mit Genehmigung einen 24.000 Quadratmeter großen Grundstück mit Bunker, Offizierscasino und Verwaltungsgebäude angeschaut. Auf diesem Gelände war bestimmt schon 3-4 Mal und hatte hier eine Overnight gemacht. Videolink unten in der Videobeschreibung. Der Heißenhof war 1689 bis 1839 ein Rittergut der Familie von Ramdor. Seit den 30er Jahren wurde das Gelände für Zwecks der Rüstungsindustrie genutzt. 1945 bis 1951 war das Gelände der britischen Besatzungsmacht beschlagnahmt. Von 1957 bis 1996 wurde der Heißenhof als Teil des Niedersachsen-Kaserne der Bundeswehr genutzt, zuletzt als Offizierscasino und Standortverwaltung. Das gesamte Areal wurde von der Wilhelm-Tietjen-Stiftung an den Kaufmann Rüdiger Meyer 2011 verkauft und im Jahr 2019 wurde es an einen Rechtsanwalt weiterverkauft. Hier soll es jetzt eine Parkanlage, sprich ein botanischer Garten entstehen. Ob wir hier nochmal filmen dürfen, steht noch im Raum. Und jetzt befinden wir uns hier vor einem Gebäude, das hat nichts mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg zu tun. Das wurde in den 60er gebaut und das ist ein Offiziermesse und da wollen wir jetzt auch noch mal reingehen. Mal gucken, was uns da noch erwartet. So, viel ist natürlich nicht mehr hier in diesen Gebäuden. So ein paar Schränke stehen hier noch. Ja, hier ist halt so ein typisches Badezimmer aus den 60ern. Diese gelben Fliesen, Porzellan, leider alles kaputt gemacht, Porzellanwaschbecken. Das war so, hier doch jeder 25. Selber möchte ich den Wechsel entfernen. Wie gesagt, hier sieht man nicht mehr viel im Gebäude, aber so ein paar Betten stehen hier noch rum. Das sind noch die originalen Betten. Das sind die originalen Betten. Okay, hier steht noch eins. Da steht auch noch eins. Da ist auch noch eins. Ah, guck mal, ein Telefon haben wir noch gefunden. Hallo? Oh, hat wieder aufgelegt. Wollte nicht mit mir reden. Kannst du auch gar nicht mehr. Ja, ich komme auf den Boden. Ja, hier sieht man noch mal einen Duschraum. Haben sie aber auch schon alles hier kaputt gemacht. Hier haben die diese Waschbecken, diese Duschbecken rausgeholt. Wer kennt denn noch sowas hier? Ich kenne das auch von meiner Oma her, die hatte auch so einen Spülkasten gehabt mit dieser Kette. Wasser am Arsch! Da unten ist schon eine Bunkerschutztür. Da wollen wir jetzt auch noch mal reingehen. So, jetzt befinden wir uns in den Schutzraum und ich sehe gerade ein Schild, hier können 50 Personen Schutz finden. Jetzt sehen wir auch schon wieder so eine dicke Stahltür hier. Oh, die habe ich ja schon öfters gesehen. Ah, Schutzraum 4. Das kennen wir noch irgendwo, ja, Blitzi, ne? Die Dinger? Ja. Alarm ist, dann rennen die Leute hier alle rein und dann können die halt, das ist ja, glaube ich, die Luft von draußen, die wird dann halt dicht gemacht. Was sind das für Räume? Das ist das Badezimmer. Ah, Badezimmer. Hier sieht man auch Waschbecken schon und über mir befindet sich praktisch jetzt dieser Frischwassertank und hier waren halt damals auch die Toiletten. Hier sieht man noch so ein bisschen den Abdruck von den Toiletten. Hier befindet sich die Vorratskammer. Huh, schließ mich bitte nicht ein. Das ist irgendwie ein komisches Gefühl. So.
Aha, okay. Jetzt befinden wir uns in dem Teil, wo halt diese Schutzbelüftungsanlage ist, aber der Rest ist, fehlt hier aber. Aber schon mal so interessant, ne? So, dass so diese Knöpfe, die leuchten auch, das habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, ein schönes Spielzeug hier. Ne? Auf und zu. Ja. Interessant. Ist halt nochmal so eine Planung, wie man die Schutzbelüftungsanlage bedient halt. Türen, Notausklappen und sämtliche Ventile müssen geschlossen werden. Das sind diese Ventile, die ich euch eben gezeigt hatte. Umschalthebel am Umschaltgerät auf Normalbelüftung stellen. Also wie gesagt, das ist alles Bedienung, um diese Schutzbelüftungsanlage zu starten. Ist schon wieder eigentlich sehr interessant, so einen Bunker zu sehen hier. Vor allem, der sieht noch relativ neu aus. Diese KG-Rohre, wo halt auch diese frische Luft rauskommt. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, ich habe auch einen Postbunker auf meinem Kanal drauf. Ich verlinke ihn da mal oben in der Infokarte. Da haben wir das nämlich auch gesehen und da haben wir die Lüftung auch angemacht und da hat man richtig gemerkt, wie da die Luft rauskam. Hier stehe ich gerade vor so einem Sicherungskasten, der natürlich gut geschützt ist, auch durch die Feuchtigkeit. Boah, so eine riesen Eisenklappe hier, ey. Wahnsinn, ey. Boah, da braucht man richtig Kraft hier. Hier ist halt eben der Übergang, dass hier Luft in den anderen Trakt reinkommt. Praktisch ist ja hier die Tür wieder zu. Ich sperre den Blitz hier mal eben ein. Von dem Raum kommt die Luft hier rein und kann dann weiter in den nächsten Raum ziehen. Oder man macht halt die Klappe zu. Warte mal, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt jetzt. Da, genau. Da seht ihr halt die Klappe von der anderen Seite, die kann man dann auch wieder auf und zu machen. Die Lichtschalter finde ich immer so geil, ne? Diese Asbach-Uhr-Lichtschalter. Klick, klick. Guck mal, das haben die Jungs auch gerade entdeckt. Also die haben sogar Telefon hier im Bunker gehabt. Hier überall diese Telefone und die gehen hier in diesen komischen Dingern hier rein. Wahrscheinlich, dass ja auch eben keine Luft rein und raus kann, ne? Solche Schieber hier. Ja, Wahnsinn. Ist ja wieder Licht im Bunker. Ja, wie ihr seht, wir haben wieder Licht im Bunker. Das ist ja mal wieder was schon lange nicht mehr gehabt. Der Versorgungstrakt, hier wurde das Wasser und halt, wie gesagt, hier wurde der Strom halt ja, geschaltet, gefördert. Genau, und hier konnten wir eben halt das Wasser fördern. Hier Dusche zum Beispiel. Warmwasser, Kaltwasser rechts, Dusche, Toilette, Kaltwasser links und Feuerlöschleitung. Genau, da sind die Raumnummern 9, da ist 10, 12, was ist denn hier noch drin? Das ist die Filterschutzung. Ah, genau, und hier befindet sich halt der Filtersand. Und jetzt gucken wir uns mal diese Luftanlage an. So, normalerweise müsste jetzt hier so eine Anlage stehen, wo man halt die Luft mit ankurbeln kann. Aber hier steht leider keine. Ist ja echt wieder mega interessant. Ein paar Rohre gehen hier noch lang. Also ist ja wieder sehr interessant, so einen Bunker zu sehen. War schon ein bisschen länger her, wo ich in einem Bunker war. Wie gesagt, den Postbunker habe ich euch... Heia Witzka. Blitzi probiert wieder Bunkertüren aus. Also das ist doch ganz schön groß hier, dieser Bunkertrakt. Jetzt sind wir zum Beispiel wieder Schutzraum Nummer 3. Und ja, die anderen drei, die sind da schon lang gegangen. Jetzt wollen wir mal die Bunkertür öffnen. Boah. Alter! Scheiße, mein Licht ist ausgegangen. Die beiden
Schieber euch da rein. Genau. Und jetzt ist praktisch noch eine Sicherung dahinter. Muss ich jetzt irgendwie ein Klopfzeichen geben? Sesam, öffne dich. Ach, das ist extra so eine Schutzvorrichtung, ne? Jetzt sehen wir hier nochmal einen Anschlusskasten für OB-Feldfernsprecher. OB, wahrscheinlich steht das für Oberband, glaube ich. Mach mal auf. Genau. Und da konnten die dann halt eben an diese Verteilerkästen halt rangehen. Ist da noch was drin? Nee. Ja. Gut. Man sieht ja auch schon wieder hier, das sind wieder zwei Stockwerke hier, wo der Filtersand drin ist. Und da oben auch nochmal, noch eine Lampe und hier ist praktisch eine Leiter, hier geht's nach draußen. Oder der zweite Eingang. Ja. Kürzt so raus praktisch. Und hier ist die zweite Ebene für den Filtersand. Alles voll. Blitzi macht das jetzt gerade mal so schön hier. Ich stapel die Steine mal auf. Ich befürchte nämlich schon, dass ich nämlich da hochklettern muss und da rausgehen muss, weil Blitzi mich nicht wieder rauslässt. Oder ich kriege hier eben schnell durch. Das befürchte ich nicht. Die sind schweineschwer, Alter. Dann pack die mal wieder weg. So, Blitzi macht die Steine mal eben wieder weg. In der Zwischenzeit habe ich hier mal reingeguckt. Das geht hier richtig runter. Man kann es leider aber nicht füllen. Und dann muss man sich hier reinquetschen. Hoffentlich kann ich das gut füllen. Und hier ist die nächste Tür. Die nächste Bunkertür. Mal gucken, ob ich die aufkriege. Oh, ich habe die aufgekriegt. So. Und dann muss man sich hier wieder durchkämpfen. So. Und, Alter, das ist heute wieder ein Abenteuer hier, ey. So, geschafft. Das ist doch mal ein Abenteuer, ey. Auch sehr interessant, die Beatles, die waren auch hier im Bunker. Diese kommt auch wieder. Ja. Wo bist du? Kuckuck! Hier! Hä? Hier! Boah! Wäscheschacht. Hier können die halt ihre Wäsche reinschmeißen.
Offizier-Casino. Dämmert hier alles kaputt. Kann man sich nur mal eingönnen. Schön Havanna. Oben angekommen. Oh, der Bogen. Hier runtergeschmissen und dann wollten sie die abtransportieren. Oh, die ist abgeschlossen. Ah, Personal hier früher auch geschlafen hatte. Wenn du hier nicht aufpasst, dann machst du auch einen Abgang hier. Im Hintergrund seht, da wollen wir jetzt auch gleich nochmal eben rein. Oh, ist dunkel. Das ist das Verwaltungsgebäude der Albia. Okay, jetzt riecht man das auch. Das ist original so 70er. So, wir gehen jetzt in den Keller. Hui, Alter, was ist da denn schon wieder? Also hier haben sie wieder die alten Rohre weggerissen. Aber alles solche Räume hier, ne? Leider wissen wir nicht, was die zu bedeuten haben. Oh, der ist aber richtig lang, ne? Oh, da steht alles unter Wasser. Nicht mehr, jetzt wollen wir noch in die Panzerhalle reingehen. Sanitätertasche. Okay, wird sie übernehmen. So, wo befinden wir uns denn jetzt hier? Da ist nochmal so ein Sperrventil. Und hier geht's runter. Schade, ne? Das wäre mal echt interessant gewesen, was da jetzt noch ist.